Zu den Erfolgsgeschichten gehört die S-Bahn Rhein-Ruhr. Beginnend mit dem Ruhr-Schnellverkehr trägt sie bis heute die Hauptlast im Regionalverkehr im Pott. Im Mai 1994 geht die S5 zwischen Dortmund, Witten und Hagen in Betrieb. Sie schließt die Lücke im Osten des Verkehrsverbundes. Im Einsatz sind sogenannte X-Wagen, die seit den frühen 90er Jahren auch von ehemaligen DR-Maschinen gezogen oder geschoben werden. Die 143-600 ist in den damaligen S-Bahn-Farben lackiert. Die Steuerwagen haben den DB-üblichen Einheitsführerstand, ausgestattet mit einer Zeit- oder frequenzmultiplexen Wendezugsteuerung. Auch E-Loks der Baureihe 111 sind im S-Bahn-Dienst. Die 90er Jahre sind von der Wiedervereinigung geprägt. Alte Verbindungen werden reaktiviert oder entstehen neu. Zu den ersten gehört 1990 die Strecke zwischen Eichenberg im Westen und Ahrenshausen im Osten. 4 Jahre später wird in Leinefelde die Inbetriebnahme der jetzt durchgehend elektrifizierten Strecke zwischen Halle und Kassel gefeiert. Der Eröffnungszug rollt in den Bahnhof Leinefelde. Die Fertigstellung der Strecke ist ein mediales Ereignis, das auf höchster Ebene gewürdigt wird. Gute Fahrt. Gute Fahrt, allzeit gute Fahrt. Hier ist der Bürgermeister. Hier ist er. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bereits seit Mitte 1945 war die Strecke zwischen Ahrenshausen und Eichenberg unterbrochen. Die nun neue alte Strecke kommt einem Neubau gleich. Zweigleisig und unter Fahrdraht rollen jetzt die Züge. Rechts zweigt die Strecke nach Gotha ab. Das gleich ist dann nochmal in Heiligenstadt. Aus den gleichen Rollen. Streckengeschwindigkeit 900 und bei mir sind es noch. Schon kurz nach der Rückgabe des Hennigsdorfer Lokwerks an die AEG entsteht dort 1994 eine Neuentwicklung, die 12X. Mit ihr wird eine neue Ära im E-Lokbau eingeleitet. Sie wird zur Basis für die spätere Trax-Familie. Die Versuchsträgerin wird in die Baureihe 128 eingeordnet, bleibt aber eine Einzelgängerin. Heute trägt sie die Eigentumsmerkmale von Bombardier. In Zukunft soll sie Museumslok des Werkes werden.